Pearson Barnes. Meyer treibt mit diesem weiten Ausschuss den Angriff nach vorne. Rummenigge. Schwarzenbeck. Und bisher, das kann man vielleicht sagen, trotz einiger kleiner Unsicherheiten, Schwarzenbeck in der Rolle als Libero doch sehr ordentlich. Neumann. Kiegen, Schwarzenbeck, Neumann, Abramczyk. Rüssmann, Fuchsmüller, Zimmermann, Bonhoff gegen Kiegen und diesmal setzt sich wieder der Engländer durch. Kevin Kiegen, das kann man sagen, hält die Begegnung mit Rainer Bonhoff zumindest offen. Abramczyk. Schwarzenbeck. Gesperrt. Freistoß für Deutschland. Und Schiedsrichter Wörer, den wir hier groß im Bild haben, macht seine Sache bisher wirklich ausgezeichnet. Etwa 23 Meter zum Tor, das ist die richtige Distanz für Rainer Bonhoff. Fuchsmüller und auch Rüssmann an dieser Vorlage vorbeigesprungen. Kiegen für Brooking, sehr gut gesehen diese Lücke, Barnes und Bonhoff in letzter Sekunde vor Kiegen noch gerettet.
Abramczyk. Schwarzenbeck. Schwarzenbeck versucht es immer wieder mit Weitschüssen. Eine Stunde jetzt im Münchner Olympiastadion gespielt. 1:0 für England durch ein Tor von Stuart Pearson nach 42 Minuten. Zimmermann, Hölzenbein, Schwarzenbeck. Keegan. Koppel. Aber Zimmermann setzt sich immer wieder durch. Er ist neben Neumann sicherlich eine der erfreulichen Überraschungen für Bundestrainer Helmut Schön, dass sich diese beiden Spieler so schnell in die Nationalmannschaft eingefunden haben. Brooking. Wilkins. Zimmermann, Hölzenbein. Das war ein Fehler von Neumann. Konzentrationsmängel. Viel zu breit angelegt, die Aktionen der deutschen Nationalmannschaft. Abramczyk. Schwarzenbeck. Koppel. Pearson, Brooking, Schwarzenbeck. Zu wenig Bewegung im Spiel der deutschen Mannschaft. Kaum ein Stürmer rochiert, daher auch keine Möglichkeit abzuspielen. Vogt. Neumann. Rummenigge. Jus. Abramczyk. Bonhoff.
Rüssmann. Koppel. Wilkins. Keegan. Glänzend gemacht. Wilkins. Keegan startet in den Raum und leitet den Ball sofort weiter. Neumann, Burgsmüller, Wilkins, Brooking, Pearson, der eigentlich nur durch sein Tor aufgefallen ist, Koppel, Neil, Hughes, Wilkins, Brooking, Neil, Schwarzenbeck, Neumann, Vogt, Rummenigge, Burgsmüller. Berti Vogt, Brooking, die Engländer spielen sehr elastisch und lassen damit den Deutschen kaum Raum, ihre Aktionen zu entwickeln. Und auch beim letzten Länderspiel gegen eine britische Mannschaft, nämlich gegen Wales, das mit einem 1:1 endete, hatten die Deutschen einige Mühe mit diesem System. Neumann. Neumann, der ein gewaltiges Arbeitspensum verrichtet. Vogt. Und das war wieder Neumann. Vogt. Vogt schaltet sich jetzt immer mehr ins Spiel ein. Kapitän versucht, die Mannschaft nach vorne zu bringen.
Capel. Wilkins. Keegan. Neumann. Wieder das Vorchecking. Barnes. Neumann hat etwas abbekommen bei dieser Attacke. Pearson aufgestützt auf Schwarzenbeck. Neumann liegt noch immer am Boden. Neil. Koppel. Neil. Jetzt eine Spielunterbrechung. Es war ein Pressball und bei der deutschen Mannschaft scheint ein neuer Spieler zu kommen mit der Nummer 14, Dietz, Bernd Dietz vom MSV Duisburg. Jupp Derweil war der Herr mit den weißen Haaren im Vordergrund. Er vertritt heute Helmut Schön, dessen Nachfolger er auch werden soll. Ja, und Herbert Neumann scheint eine schwerere Verletzung abbekommen zu haben. Er humpelt jetzt vom Platz und das ist für den Tabellenführer der deutschen Bundesliga, für den 1. FC Köln, sicherlich ein schwerer Schlag im Moment. Gleich zwei Spieler heute verloren, und zwar Heinz Flohe und jetzt Herbert Neumann, der bisher eine wirklich starke Leistung hier als Neuling geboten hat. Dietz spielt also jetzt statt Neumann. Rummenigge, immer Rummenigge. Und Burgsmüller konnte den Ball nicht richtig annehmen. Bonhoff, Vogt, Dietz. Und das war Rummenigge. Von jener Mannschaft, die Helmut Schön testen wollte, blieb also wirklich nicht sehr viel über. Klaus Fischer erkrankt und dann Flohe und Neumann verletzt. Eine Viertelstunde noch zu spielen, 1:0 für England durch das Kopftor von Pearson. Brooking und Dietz
Neil. Schwarzenbeck. Hölzenbein. Dietz. Noch einmal Vogt. Und noch ein neuer Spieler kommt. Und zwar mit der Nummer 15 ist es Worm, ebenfalls vom MSV Duisburg. Und für ihn verlässt Hölzenbein den Platz. Worm spielte gestern noch in der deutschen B-Mannschaft gegen England mit 1:2 unterlag und schoss dabei den einzigen Treffer der Deutschen. Und jetzt Rummenigge. Abramczyk, Worm, noch einmal Worm, Rummenigge. Da hat nicht viel gefehlt. Drei Chancen in dieser Aktion. Etwas zu sehr aufs kurze Eck angetragen, dieser Schuss von Rummenigge. Für den Weltmeister begann das Jahr der Titelverteidigung, also mit einer etwas enttäuschenden Leistung, aber das ist sicherlich nicht die stärkste Mannschaft, die Deutschland stellen kann. Und da ist sicherlich noch eine gewaltige Steigerung möglich. Kappel. Koppel. Es hat ein wenig nach Hand ausgeschaut, aber sicherlich wäre ein Elfmeter eine zu harte Strafe gewesen. Abramczyk. Rüssmann. Worm. Und Tor. 1:1. 1:1. Durch Worm. Gestern Schütze des Tores im Spiel der B-Mannschaften. Und jetzt Schütze des Ausgleichs hier im Münchner Olympiastadion. Noch einmal die Wiederholung. Worm mit dem linken Fuß ins lange Eck. 1:1. Elf Minuten vor Schluss, also der Ausgleich für die deutsche Mannschaft. Pearson
Rüssmann, Bonhoff, und in diesem nur mittelmäßigen Spiel von beiden Mannschaften war dieser Ausgleich sicherlich verdient. Für Bundestrainer Helmut Zenekovic gibt es hier im Olympiastadion aber sicherlich die erfreuliche Erkenntnis, dass die ersten Testspiele nicht überragend verlaufen müssen, dass auch andere Mannschaften zu Beginn dieser WM-Halbsaison, dieses WM-Jahres einige Probleme haben und selbst der Weltmeister Deutschland, auch wenn man berücksichtigen muss, dass der Titelverteidiger ja heute hier stark ersatzgeschwächt gespielt hat. Schwarzenbeck. Worm, Abramczyk, und Kevin Keegan ließ sich eben von seinem Gegenspieler Bonhoff wegen eines Muskelkrampfs behandeln. Hier merkt man also doch die mangelnde Spielpraxis des Engländers in Diensten des HSV. Timmermann. Timmermann. Und jetzt tauschen auch die Engländer aus. Kevin Keegan geht vom Platz und für ihn kommt Francis.